Hallo Welt, da sind wir wieder in Prosperity bei der lieben Sandra. Hallo Sandra. Ja, hallo YouTube, hallo Michi, da sind wir wieder. Ja, im letzten Part haben wir Thomas Rush befreit. Jawohl. Jetzt schauen wir uns ein bisschen Prosperity. Der hat zum Beispiel welches Ausrufezeichen. Beobachten eine unbewohnte Insel. Ich bin da mal hin, aber dann wurde ich plötzlich ohnmächtig und wachte mitten in der Nacht wieder auf. Ich habe mich sofort aus dem Staub gemacht. Da geht irgendwas vor sich, Cap. Das Geheimnis von New Eden. Okay. Ja, du möchtest den Bogen haben, also ist die Werkbank schon mal ganz gut und natürlich die Krankenstation ist ganz, ganz wichtig. Was? Prosperity Stufe 2. Ha? Geht nicht. Nee, vielleicht muss ich erst mit ihm reden, ja. Weil Ethanol habe ich ja genug. So. Mit den richtigen Leuten und der richtigen Einstellung kann das hier etwas Besonderes werden. Bei allen Siedlungen, die ich im Westen aufgebaut habe, habe ich immer darauf geachtet, dass ich die richtigen Leute zusammenbringe. Denn es sind Spezialisten, die den Unterschied machen. Ohne sie kommen wir nicht voran. Verwässer Prosperity. Okay. Tut noch weh? Ja. Kann ich nicht. Hast du hier auf das Schild gedrückt? Hier, guck mal. Welches Schild? Bei ihm? Ja. Ach so. Ah, jetzt ist Stufe 2 von 3. Sehr schön. Da kann ich jetzt ja auch endlich die Waffen. Oh, da hat er einen kleinen. Hey, komm rüber. Wir fangen gerade erst an. Greif zu, solange es heiß ist. Was so gut riecht, ist schnell weg. Ich nehme das mal als Kompliment. Mom hielt es für eine gute Idee, ein Essen für alle zu veranstalten, für die Moral. Ja. Ich schätze, das funktioniert. Wir brauchen alle eine kleine Auszeit. Alle außer ihr, sie macht nie Pause. Erwarte nicht, dass sich das ändert. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich das letzte Mal so viele Gäste hatte. Fleisch, kein Fisch. Vielleicht, als ich der ganzen Stadt erzählt habe, dass ich mit dir schwanger bin. Mom. Ach, alle haben sich so für Dad und mich gefreut. Es ist nicht perfekt und noch lange nicht fertig, aber es ist schön, etwas zu haben, worüber man sich freuen kann. Darauf trinke ich. Ohne dich gäbe es das alles hier gar nicht. Und jetzt hol dir einen Drink. Hast du dir verdient. Ja, komm, wir trinken es. Danke für den Fisch, aber ich bin Fleisch. Was zum Teufel? Oh. Sind da. Wir müssen die Kinder reinbringen. Oh nein. No. Ha. Nehmt die lieber runter. Ihr wollt doch den Kindern keine Angst machen. Kamina. Keine Sorge, alles wird gut. Hey. Tut mir leid. Ich kann's einfach nicht leiden, wenn man Kinder anlügt. Warum macht ihr das? Wegen deiner Heldin hier. Vor dir lief ja alles bestens. Aber du... Du bist ein beschissenes Problem. Du stiehlst und bringst alles aus dem Gleichgewicht. Wir sollten sie einfach umlegen. Nein. Warte. Wir wollen keine Märtyrer. Wir wollen nur allen klarmachen, dass deine Hilfe in Wahrheit ein Fluch ist. Jede Person, der du hilfst, jedes Kind, das du inspirierst,
Jede Siedlung, die du baust, nehmen wir dir weg. Und wenn du nichts mehr hast, kommen wir zu dir. Nur nicht in die Hose machen, Junge. Nicht in die Hose, nicht zu spät. Die einzige Währung in dieser Welt ist Stärke. Und du lässt uns schwach aussehen. Damit ist jetzt Schluss! Wir nehmen dir alles, was du liebst. Zuerst dein Zuhause. Und was wir nicht nehmen können, zerstören wir. Seid nicht hier, wenn wir zurückkommen. Kommt her. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Lass einfach fallen. Schmeiß ihn hinterher. Ja, alles genau. Gut. Alles gut. Alles gut, gehen wir zurück. Ende. Na los. Ja, der Junge muss sich erstmal umziehen jetzt. Das glaub ich auch. Schon den Zwillingen begegnet? Die bringen Ärger. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Ja, ich beeil mich. Waffen. Ich hab ein paar einfache Fahrzeuge da. Waffen, Sprengstoff. Waffen? Hier? Waffen. Darf ich jetzt? Bestimmt. Ja. So. Du bist doch aus dem Zug. Ja, ich bin aus dem Zug. Hier, Krankenstation auch? Wenn ich genug Ethanol noch habe. Ja. Das war's aber dann auch schon mit Verbesserung. Oh. Okay, ich guck mal jetzt, was ich mir für Waffen holen kann. Wenn du einen Schuppen maximal vergrößern würdest, weißt du, dann sähe das so aus. Ich möchte neue Waffen. Ich hab Produkte werden gehabt. Mach die Zwillinge bitte nicht noch wütender. So. Ich hätte gerne den Bogen. Das ist echt schade, dass man den erst so spät kriegt, hier den guten Bogen. Ich sammel. Vorsicht vor Leuten mit Körperverletzung. Okay, dann mach ich den hin. Hallo, Miss. So. Ich tue mein Bestes. Was ist das? Sägeblattwerfer. Gleich eine weitere Waffe aus. Welche Stufe hat denn mein Sägeblatt? Das weiß ich doch nicht. Den hier. Schade. Ich gehört, es war schwer herzukommen. Ich glaube, ich mache mir noch den neuen Sägeblatt. Ja. Glaub, ich mag den. Ja. Ich finde ihn gut. Vorsicht vor Leuten mit Körperpanzerung. Hast du gehört? Ah ja, jetzt geht das los mit der Körperpanzerung und so. Geh nicht nach Norden. Du drehst nur schnell wieder um. Gut. Und sonst... Scharfschützengewehr leise. Wo habe ich denn meine Scharfschützengewehr? Mach die Zwillinge bitte nicht noch wütender. Okay, keine wütende Zwillinge. Ah, die wüten schon, aber wütend sollen sie nicht sein. Hey, hallo, man. Was
haben wir sonst noch Schönes? Was habe ich denn noch für Waffen bei? Faustwaffe? Sonst habe ich gar nichts. Sturmgewehr. Okay. Ach so, ich kann nur drei machen? Wieso? Naja, was ich habe, das habe ich. Okay. Huch! Damals hätten wir uns gegen die Highwaymen gewehrt. Jetzt ist kaum noch was vom Widerstand übrig. Wir sind nur noch ein Schatten unserer selbst. Sieht aus, als hättest du den Unfall schnell überwunden. Ich ganz ruhig ab. Okay. Mhm. Ich habe meine neuen Waffen. Schlimme Sache, das mit dem Zug, hm? Ach. Feine Bogen. Apropos Munition, kriegt die auch deine Werkbank oder muss ich die kaufen irgendwo? Ich hab's vergessen. Oh, da findet man ziemlich viel unterwegs. Kann man auch eintauschen an der Werkbank, ja stimmt. Okay. Ja, hi. Hi. Hallo. Hallo. Ja? Hallo. Ne, ich grüße nur alle, die ich hier sehe. Um jetzt zu fliehen. Mach weiter mit dem Weitermachen, ja? Wir machen weiter mit dem Weitermachen, ja. Okay, die Tür ist zu, komme nicht rein, hä? Ja, das wundert mich auch irgendwie ein bisschen. Daran erinnere ich mich gar nicht, dass die Tür zu war. Du frühstückst wohl Glücksklee, dass du den Unfall überstanden hast. Ja. Okay, kommen die denn jetzt oder können wir gehen? Kann ich nicht sagen, weiß ich nicht. Wir können gehen. Die Zwillinge haben angedroht, zurückzukommen. Ich habe ja noch einen Vorteilspunkt, glaube ich. Sieht aus, als hättest du den Unfall schnell überwunden. Ja, was nehmen wir denn da? Wie laufe ich denn hier rum? Das ist ja gar nicht mehr zeitgemäß. Wie oft kann ich das denn hochladen? Welches? Ach, Munition. Okay. Nein. So. Ich gehe mal in die Knie. Warum das denn? Gut. Karte? Ja. Was machen wir? Schon. Wir sind eigentlich hier fast durch, ne? Auf dieser Seite. Die Insel? Wir haben irgendwie einen Auftrag, was? Das Geheimnis von Orlas, 5331 Meter. Wo bist denn du? Wo geht's denn hin? Hallo. Ja, ich bin doch am Gucken. Hallo. Hallo. Du
Schon den Zwillingen begegnet? Die bringen Ärger. Ist alles so weit weg. Ja. Dann machen wir nochmal. New Eden, jetzt ehrlich. Ja. Achso, hier ist noch Thomas Rush. Story Mission, sehe ich gerade. Wo? Oh, hey, Moment. Warum sind denn die ganzen Außenposten jetzt aufgedeckt? Wo? Irgendwo hier. Bei mir hat er noch einen Stern. Muss ich auch mit ihm reden? Wow. Ach so, du hast Rush. Okay, machen wir erstmal den. Dann wäre vielleicht sinnvoller, wie du schon sagst, Außenposten. Wegen Ethanol? Frischfleisch für den Kampf. Genau, und kann man ja erstmal Thomas Rush. Wo ist er denn? Wir werden die Basis nicht verlieren. Tut mir leid wegen deiner Freunde, die in dem Zug gestorben sind. Cap, hier drüben. Carmina hat mir alles erzählt. Auf keinen Fall werden die Highwaymen sich einfach nehmen, was wir aufgebaut haben. Jetzt werden sie mit allem, was sie haben, zurückkommen. Gut, wir sorgen dafür, dass sie es bereuen. Wir haben nicht viel Zeit, um uns entsprechend vorzubereiten. Deswegen müssen wir ganz genau wissen, wann diese Mistkerle kommen. Ich habe einen Späher vorgeschickt. Beim kleinsten Anzeichen von Ärger werden wir gewarnt. Das sollte uns genug Zeit verschaffen. Ich würde mich besser fühlen, wenn du mal nach ihm siehst, Captain. Sorg dafür, dass er bereit ist. Wir können uns keine Fehler leisten. Wenn diese Mauern fallen, war's das für uns. Okay. Das sollten wir in der nächsten Folge. Du drehst nur schnell wieder um. Das könnte etwas langwieriger werden. Gut. Sollen wir den Büffel jagen vielleicht? Was für ein Büffel? Da in der Nähe gibt's auch einen Büffel. So. Da könntest du deine Waffen mal testen. Du hast einen echten Schatz großgezogen, Kim. Hier unten. Was ist der Goldene? Also der nur am Bauch? Ja, der mutierte. Hier ist kein Büffel. Da ist ja gar kein Büffel mehr. Bei mir war hier immer ein Büffel. Ja, was machen wir dann? Ich schlage vor, dass wir in der nächsten Folge mit dem Speer sprechen. Ja, ich setze mich schon mal hin. Und dann bedanken wir uns für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.